herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land 1.4. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob der Diesel fertig ist hier mit Quatschen. So. Bist du fertig? Ja. Perfekt, dann kommen wir drüber. Gerne doch. Achso, warte mal. Herr Racex? Ja. Sind Sie jetzt mit dabei oder nicht? Ist egal, von mir ist ganz gerne mitfahren. Wenn's Hab ich geht. Nichts zu tun. Wenn es geht, ich weiß ja nicht. Na klar. Gut. Brauchst du noch eine kurze Pause oder nicht? Ja. Gut, dann komm einfach gleich nach. Wir machen die Einführung. Später. Jo. So, setzen Sie sich mal rein. Wollen Sie schon losfahren? Nein. Gut. Sondern? Abfahrtskontrolle. Ah, ja, genau. Ich wollte nur gucken, dass der Motor auch weiterhin läuft und schon mal Druck aufbaut. Ah, Sie wissen aber schon, dass es nicht so sinnvoll ist, ein Fahrzeug einfach so im Leerlauf laufen zu lassen, weil das die Abgase und so Umweltschäden. Ach so. Eigentlich lernt man das auch in der Theorieprüfung. Ja. Reifendruck, Scheinstab, ja, ist okay. Mal gucken, was er alles kann. Rückleuchten tun es auch. Runtergucken. Ja, ist auch alles okay. Blinker kontrollieren. Ja, Sie können mich auch fragen. Ich sage Ihnen schon. Ach so. Ja, ja. Links? Ja. Ja. Rechts. Ja. Bahn? Ja. Rückfahrlicht? Ja. Bremse geht auch, passt. Ja. Gut. Dann sind Sie soweit? Ja. Sind Sie sicher? Ich habe alles kontrolliert. Reifendruck, ob der leckt. Alles sauber. Hm. Was haben Sie auf der Ladefläche? Nichts. Gut, haben Sie Glück gehabt. Das hätten Sie fast vergessen. Dann viel Spaß euch zwei. Also, ja. Danke. Gut, bis später. Später. Oh, tschüssi. Tschö. Oh, Gott. Moment, der will noch was von mir. Ah ne, der fährt weiter. Okay, dann folgen Sie einfach mal dem davon. Ich bin total nervös. Ja, normal. Eine Verfolgung sagt, hat man auch nicht jeden Tag. Nein, ich meine generell heute wegen der Fahrprüfung. Ach so, jo. Brauchen Sie keine Angst haben. Wird schon werden. Soll ich auf dem Gelände rauf? Oder eben hier stehen bleiben? Nö, bleiben Sie einfach mal kurz stehen. Ich komme gleich wieder. Ja. Ne. Nee, doch nicht. Der fährt rein. Nee, er fährt nicht rein. Gut, dann fahren Sie einfach geradeaus und die nächste rechts. Okay. Jetzt setzt er zurück. Knapp. Gut, dann fahren wir geradeaus über den Kreisverkehr. Zweite Ausfahrt. Geradeaus.
Und dann beim Parkplatz bitte rückwärts einparken. Am Ende des Parkplatzes bitte. Moment. Wir fahren nach links raus wieder. Ja, der Blinker funktioniert ja doch. Ja. Beim Einparken hat er gerade nicht funktioniert. Oh, ja. Geradeaus. Erste Ausfahrt. Wo haben Sie denn damals einen Führerschein gemacht? In Amerika. Und da blinkt man, in den Kreisverkehr rein. Oh, Entschuldigung, Telefon. Volker Varuna, hallo? Jo, ich hab's dir abgeliefert, das Wasser. Jo, danke. Ey, braucht ihr mal wieder Holzkohle? Aktuell geht's noch, ich spreche dich dann drauf an. Gut, danke. Tschö. Jo, ciao. Fahren Sie einmal rechts, bitte. Und dann wenden Sie bitte bei der nächsten Möglichkeit. Und nach rechts. Nächste gleich wieder links. Ich tut mir leid, ich hatte am Telefon eine Einfahrt verpasst. Oh. Und dann die nächste schon wieder rechts. Okay. Rechts. Und dann stellen Sie das Fahrzeug einfach mal irgendwo ab. Ups. Ja, ganz gerade steht er jetzt nicht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, gut, dann können wir wieder einsteigen. Moment. Jetzt weiter. Und dann fahren wir einfach zurück zum Herrn Rasex, zum Bauhof. Ja. Wieso haben Sie mich das dann gerade gefragt, ob ich im Kreisverkehr reingeblinkt habe? Weil Sie in den Kreisverkehr reingeblinkt haben. Sie haben gesagt, dann die erste Ausfahrt. Ja, und dann haben Sie schon, bevor Sie im Kreisverkehr waren, geblinkt. Das heißt, ich habe das extra gemacht, damit, falls jemand hinter mir ist, direkt weiß, dass ich die erste Ausfahrt direkt raus möchte. Ja, ja. Ja, denken Sie bitte an die Geschwindigkeit. Ich bin konstant auf 40.
Ich mache ihn scharf. Fahrzeug wieder abstellen. Ja. So, ja, generell war es in Ordnung. Ich habe lediglich den einen Blinkvorgang zum Parken zu beanstanden. Ja. Das heißt, Ihr Führerschein wird wieder neu erteilt. Beziehungsweise ja. Ich werde der Polizei Meldung geben, dass die Nachprüfung in Ordnung war. Dann kriegen Sie den wahrscheinlich wieder von dem Herrn Jäger. Mhm. Die Rechnung werde ich Ihnen auch dann zukommen lassen. Ist okay. Wird allerdings ein bisschen mehr sein, weil Sie erinnern sich an die eine Fahrstunde, die wir abbrechen mussten. Genau. Das ist halt leider dann zu Ihrem finanziellen Nachteil. Ja, alles gut. Okay. Also Sie müssen ungefähr mit, beim LKW-Führerschein liegt man so um die 7.000 Euro. 7.000 kann ich auch direkt bezahlen. Ja, dann machen Sie das. Dann... Die Rechnung reiche ich Ihnen nach. Ja. Bitte schön. Gut, dann werde ich jetzt noch telefonieren und dann ist es hoffentlich geklärt. Ja, ich muss auch noch mal telefonieren. Auch mit dem Herrn Jäger? Oder ich warte mal, ich warte mal gucken. Nein, ich muss nicht mit dem Herrn Jäger telefonieren, ich muss mit dem Herrn Neumann telefonieren wegen der Kreditzurückzahlung von der einer Rate schon mal. Gut, dann viel Spaß dabei. Danke. Bitte, tschö. Tschö. So, das war ja gut verdientes Geld, ne? Würde ich mal sagen. So, dann gucke ich mal, ob da drüben gerade jemand zu Hause ist. Warum haben die den Tag der offenen Tür oder was? Hallo? Hallo. Ah, hier ist jemand. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Moin. Hallo. Ach, du warst das draußen. Ich dachte, du warst. Ja. Hi, wie geht's? Ja, gut. Ich war jetzt in der Klinik. Warum? Ja, Arm- und Beinverletzung. Warum? Ja, ist bei einem Aufzug passiert, bei der Strompresse, da bin ich aus Versehen reingekommen. Warum? Ja, die war verstopft, sagen wir mal so. Warum? Das ist Ihr Ernst? Ja, wieso war die verstopft? Ja, die war verstopft. Dann wollte ich das da rausholen und dann hat die sich auf einmal wieder eingeschaltet und dann, ne? Ja, und warum war die verstopft? Das kann ich mir selber nicht erklären. Hm. Okay. Ich dachte, ich kriege hier eine fachmännische Auskunft, aber irgendwie... Schade. Okay. Ja. Der ist gerade in einem Telefonat. Hallo, haben Sie endlich aufgelegt? So, die Herren. Ja, ich habe aufgelegt. Das war ein wichtiges Telefonat. So, was kann ich für Sie tun? Ich hatte... Herr Kotter, Sie waren vor mir. Nö, ist in Ordnung. Okay. Ja. Tut mir leid, Herr Jäger, dass ich Sie gerade nicht angucken kann. Ich sag's Ihnen trotzdem. Der Herr Diesel hat bei mir gerade die LKW-Nachprüfung abgelegt. Ja. Die war in Ordnung. Das heißt, Sie können ihm den Führerschein wieder zuteilen. Mach ich. Gut, nur dass Sie Bescheid wissen. Hat denn der Unimog auch die Voraussetzungen erfüllt, um als LKW angesehen zu werden? Jawohl, die Ladefläche war groß genug. Gut. Das Gewicht hätte auch noch eine Rolle gespielt. Ja? Ja, aber naja, ich kenne diese Unimog-Serie und das trifft schon zu. Eben, ich meine, also die Technik ist ja schon LKW-konform. Klar, das Gewicht. Aber Anhänger war ja sowieso keiner zur Verfügung.
Das hätten wir noch machen können. Das mache ich das nächste Mal. Wenn sie dem wieder einen Führerschein abziehen, dann machen wir mit Anhänger, mit Drehschemel. Da wird er seine Freude haben. Nee, gut. Ich kenne die Art von Anhängern. Der wird sich freuen. Ja, eben. Gut, das war's aber dann schon. Dann ja. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Bitte, tschö. Tschüss. Tschö. So, gut. Ich mache aber hier mal die Türe zu, weil sonst zieht's vielleicht. Hallo? So. Gut, haben wir das alles abgehakt? Gleich mal besprochen und erledigt? Upsasa. Ja. Der Unimog war schon okay als Prüfungsfahrzeug. Volker Warune, hallo? Ja, der Björn hier. Hallo Volker, grüß dich. Hi. Du Volker, ich stehe bei deinem Metzger. Würde gerne 10 Kühe abliefern. Oh, supi. Kannst du vorbeikommen? Ich bin gerade noch in Feldkirchen. Okay, ja, ich hab Zeit. Ich würde hier warten. Ups. Okay. Dann gucke ich, dass es... Oder ich lasse den Hänger hier stehen und hol den einfach später ab. Kannst du den nicht reintreiben? Nee, die wollen nicht. Die wollen von dir reingetrieben werden. Okay. Ja, so. Ich bin direkt auf dem Weg. Na gut, dann warte ich kurz. Gut, bin schon. Danke, tschö. Oh Gott. Okay. Gut. Aber, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut.